Ein 7-jähriger Junge, der plötzlich spurlos verschwindet. Joachim Göhner. Mysteriöse Anrufer eines Lösegelderpressers. Haben Sie mich verstanden? Ich rufe später nochmal. Halten Sie bereit. Ein Fall, der die Stuttgarter Polizei 1958 herausfordert. Michael Kühner war lange Mordermittler bei der Kripo Stuttgart und ist heute Kurator des Stuttgarter Polizeimuseums. Er hat sich minutiös mit dieser ersten Kindesentführung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auseinandergesetzt. Für Stuttgart war dieser Fall ein aufsehender, erregender Fall. Insbesondere in diesen Jahren 1958 gab es kein vergleichbares Verbrechen in Stuttgart. Hinzu kommt erster Kidnapping-Fall. Keinerlei Erfahrung mit solchen Fällen kannte man nur vielleicht aus dem Fernsehen, aus amerikanischen Kriminalfilmen oder von italienischen Mafia-Geschichten. Aber für Stuttgart war das eigentlich undenkbar. Mitten in die Euphorie des Wirtschaftswunders platzt diese Nachricht von der Entführung des kleinen Jungen. Am 15. April 1958 verschwindet Joachim. Ein aufgeweckter Junge, der recht behütet in Stuttgart-Degerloch bei seinem Vater, einem wohlhabenden Textilkaufmann, aufwächst. Der 15. April ist der Tag vor Joachims Einschulung. Gegen 11 Uhr verlässt der 7-Jährige die Wohnung seines Vaters. Die Ehe war geschieden. Der Junge durfte nochmals kurz vor dem Mittagessen rausgehen und zum Spielen, aber er kam nicht mehr nach Hause. Die Stuttgarter Polizei nimmt die wenige Stunden später durch Joachims Vater René Göhner erstattete Vermisstenanzeige gleich sehr ernst. Zeitnah gibt es eine Suchaktion in den Waldgebieten entlang der Fliederebene. Was kann mit Joachim geschehen sein? Die Frage klärt sich etwa 36 Stunden nach dem Verschwinden des Jungen. Kurz nach Mitternacht meldet sich ein unbekannter Anrufer bei Joachims Vater. Er habe den 7-Jährigen entführt. Der Täter fordert 15.000 Mark Lösegeld und keine Polizei. Doch René Göhner vertraut sich den Beamten an. Man hat dann hier das Haus observiert. Parallel dazu mit verdeckten Fahrzeugen ebenfalls an diesem Haus Aufstellung genommen. Man hat ein Tonband angeschlossen in der Wohnung des Vaters, hat einen sogenannten Betreuer dem Vater zur Seite gestellt. Der Vater war auch mit allen Maßnahmen einverstanden. Er unterstützte die Polizei von Anfang an. Die Beamten rechnen mit weiteren Anrufen des Täters bei Joachims Vater. Mit der Hilfe des Fernmeldeamts der Post wird eine Fangschaltung eingerichtet. Über sie ist es möglich, den Ausgangspunkt des Täteranrufs zu ermitteln. Zur damaligen Zeit allerdings eine technische Herausforderung. Es gab mehrere Wählämter in Stuttgart. Die mussten permanent rund um die Uhr besetzt sein, 24 Stunden. Denn wenn der Täter anruft, musste an einer Liste nachgeschaut werden, wo ging dieser Anruf ein, an welcher Telefonzelle. Bei fast 500 Telefonzellen in Stuttgart war es natürlich unmöglich, dieses ganze Stadtgebiet und alle Telefonzellen lückenlos zu überwachen. Dennoch versucht die Polizei bei den weiteren Anrufen des Täters möglichst schnell die Telefonzelle herauszufinden, von der aus der Mann anruft. Sie kommt aber immer zu spät. Durch die nächsten Anrufe des Entführers gelingt es den Beamten aber immerhin, eine Tonbandaufnahme seiner Stimme zu erhalten. Haben Sie was bekannt gegeben? Haben Sie was, jemand anderem was gesagt? Ist recht. Ja, ich bin nicht allein. Mehrfach übermittelt der Entführer seine Anweisungen zu einer Geldübergabe auch mit Briefen. Diese bestehen aus ausgeschnittenen Zeitungsschnipseln, die mit Honig auf ein Stück Papier geklebt wurden. Joachims Vater tut alles, um seinen Jungen wiederzusehen. Mit Hilfe der Polizei besorgt er über ein Darlehen bei der Stadt die 15.000 Mark. Doch zur Übergabe des Geldes kommt es letztlich nicht. Das Geldpaket wurde von dem Täter nie abgeholt. Er hat zwar das Geschehen beobachtet, wie sich nachher herausgestellt hat, aber durch einen Funkenflug der Straßenbahn, die blaue Funken versprühte, dachte er, dass die Polizei in der Nähe sei, und er hat sich dann sofort von dem weiteren Tatort entfernt. Am 22. April, genau eine Woche nach dem Verschwinden, werden dann im Stuttgarter Haldenwald die schlimmsten Befürchtungen Wirklichkeit. Joachim ist tot. Im Gebiet zwischen Sonnenberg und Kaltental wird die Leiche des 7-jährigen Jungen gefunden. Man ging nun brachial in die Öffentlichkeit, um den Täter
über die Tonbandaufnahme festnehmen zu können. Und dann hat man diesen Mitschnitt dieses Tonbands aufgenommen, nochmals verfeinert und dann der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Aufnahme des Tonbands strahlt der Süddeutsche Rundfunk am 30. April 1958 deutschlandweit aus. Zum ersten Mal in der Kriminalgeschichte. Im Stuttgarter Polizeimuseum können sich Besucher diesen Mitschnitt noch heute anhören. Haben Sie was, jemand anderer was gesagt? Ja, ich bin nicht allein. Wie geht's ihm, Herr Jogl? Dem geht's gut. Dem geht's gut? Ja. Also nicht Heimweh? Also selbstverständlich, das ist doch klar. Ich rufe später nochmal. Ja. Es kamen innerhalb kürzester Zeit über 3000 Hinweise. Es waren natürlich auch Nachbarschaftsbeschimpfungen dabei. Es war natürlich vieles an Mitteilungen, die überhaupt keinen Wert hatten in Bezug auf die Täteridentifizierung. Gleich 7 einzelne Hinweise beziehen sich allerdings auf einen bestimmten Mann. Emil Tillmann aus Stuttgart-Degerloch, einen 40-jährigen Gärtner. Einiges scheint gegen ihn zu sprechen. Er war schon straffällig, er wohnte in der Nähe des Opfers. Und so hat man bei ihm dann ihn zur Vernehmung geholt, die Wohnung durchsucht und fand dann Beweismittel wie Fesselungswerkzeug, verschiedene Aufschriebe, Tageszeitungen, die alle auf diesen Fall hinwiesen. Emil Tillmann wird festgenommen. 6 Tage dauert es, dann gesteht er die Entführung und Ermordung des kleinen Joachim. Emil T. war eine zerrissene Persönlichkeit. Er kam nach Stuttgart 1956, war geschieden, litt unter Unterhaltszahlungen, finanzielle Not. Er lernte 1958 dann auf einer Faschingsveranstaltung eine Frau kennen, in die er sich heftig verliebt hat. Es kam zu Intimitäten, er wollte sie eigentlich heiraten. Sie hatte eine kaputte Ehe. Ihr war aber klar, dass es aus einer Ehe nichts werden würde. Er wollte aber trotzdem unbedingt, es ging um Geldprobleme. Er sagte, ich habe ein Erbe zu erwarten von 15.000 D-Mark. Dann können wir heiraten. Das war eigentlich die Motivation für ihn, dieses Verbrechen zu begehen. Nachdem er von einer Kindesentführung in Italien gelesen hat, will Emil Tillmann auch in seinem Wohnort Stuttgart das Kind eines Geschäftsmannes entführen und Geld erpressen. Dazu stiehlt er zunächst dieses Fahrrad und sucht dann nach einem Kind. Hier in der Löwenstraße hatte er das Glück, dass er diesen Jungen sah, wie er aus einem Nachbarhaus herauskam, ein Tierlein beobachtete und er ihn dann ansprach und sagte, möchtest du Rehlein sehen? Das arglose kleine Kind, dieser Junge mit seinen 6 Jahren, war begeistert, setzte sich auf das Fahrrad des Täters und sie fuhren dann gemeinsam zum Haldenwald. Im Haldenwald lockt er den Jungen dann in ein Dickicht und erdrosselt ihn. Obwohl Joachim tot ist, versucht er über Tage von dessen Vater Geld zu erpressen. Makaber an der ganzen Geschichte war insbesondere, als die Stimme des Erpressers im Radio gespielt wurde, holte der Täter seine Freundin ins Wohnzimmer und sagt, hörst du, das ist die Stimme des Täters. Sie erkannte aber nicht, dass er neben ihr saß und tatsächlich der Mörder dieses Kindes war. 2 Wochen nach seinem Geständnis nimmt sich Emil Tillmann in der damaligen Haftanstalt in der Stuttgarter Dorotheenstraße das Leben. In einem handgeschriebenen Testament hinterlässt er seiner Freundin seinen wenigen Besitz. Die Entführung und Ermordung des kleinen Joachim, sie hat Spuren hinterlassen, auch ganz persönliche. Heute noch, wenn man mit Degerlocher spricht, die in meinem Alter sind, die sich noch genau an diesen Fall erinnern können, ja, denken immer wiederum zurück, wie es war, als dieses Verbrechen diese ganze Stadt erschüttert hat. Das Verbrechen wird schließlich sogar verfilmt. 1964 für die ARD-Reihe Stahlnitz unter der Regie von Jürgen Roland hier rechts im Bild, gemeinsam mit den Stuttgarter Kripo-Chefs bei den Dreharbeiten. Der Fall Joachim Göhner. Die erste Kindesentführung in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Verbrechen, das nicht nur Kommissar Kühner als besonders grausam in Erinnerung bleibt.